kiss fire gun. No need someone to lean on. Blow a kiss fire gun. No need someone to lean on. Blow a kiss fire gun. No need someone to lean on. Hallo meine Lieben und willkommen zu einem neuen Video. Heute ist der 1. August, das heißt, es gibt meinen Monatsrückblick für den Monat Juli. Und ja, ich habe große Töne gespuckt in meiner Leseliste, dass ich ja im Juli und August nochmal so richtig viel Zeit habe zum Lesen, weil ja im September meine Ausbildung beginnt. Und ich habe da dann nicht mehr so viel Zeit habe zu lesen. Aber Pustekuchen war wohl nix. Ich muss mal kurz gucken, was... Meine Katze liebt Haargummis, falls ich das irgendwann schon mal erwähnt habe. Hat man ja gerade gesehen. Ja, irgendwie ist es im Juli ganz schön viel gewesen. Geburtstage, Feste, irgendwo überall hin. Mein Freund musste immer etwas weiter wegfahren zu irgendwelchen Arbeitsstellen, wo ich manchmal mitgefahren bin. Also kurz gesagt, es war nicht allzu viel Zeit zu lesen, aber es hat auch, wenn ich da mal Zeit hatte, meine Lust etwas gefehlt. Aber fangen wir einfach an. Ich habe diesen Monat 4 Bücher gelesen, was 1570 Seiten gemacht hat und so ca. 51 Seiten pro Tag waren. Angefangen habe mein Monat damit, dass ich erstmal ein Buch beendet habe, was ich auch schon etwas länger gelesen habe. Und zwar vom 25. Mai bis zum 1. Juli. Also ich habe es gleich am 1. Juli beendet. Und zwar ist das Grisha Goldene Flammen, Lodernde Schwingen, der 3. Teil gewesen. Und ja, somit habe ich die Grisha-Trilogie jetzt beendet. Und ich muss sagen, auf der einen Seite bin ich natürlich super glücklich darüber, weil diese Geschichte durch alle drei Bände, die sich natürlich durch alle drei Bände zieht, einfach wundervoll kreativ und spannend ausgearbeitet war, mit sehr viel Tiefgang und sehr viel Action. Und ja, ich werde dazu noch ein Reihenrezi drehen, deswegen verweise ich dann einfach mal auf das Video, falls ihr das dann irgendwann mal guckt, wenn diese Reihenrezi schon online ist. Aber damit ihr das noch wisst, es wird dazu auf jeden Fall noch eine Reihenrezension geben. Ja, hat mir sehr gut gefallen, hat 4 Sterne von mir bekommen. Einfach aus dem Grund, weil ich fand, die ersten beiden Teile hatten ein bisschen mehr Pep. Hatten ein bisschen mehr, Action. An Action hat sie drin nicht gefehlt. Aber hier fand ich auch manchmal die Gedanken von unserer Protagonistin Alina, nicht mehr so mit meinen passend und ach, keine Ahnung. Also der 3. war jetzt nicht so gut wie die beiden, aber immer noch ein sehr, sehr gutes Buch. Und ja, zur Geschichte erzähle ich natürlich nichts, ihr müsst das selber rausfinden. Und ja, hier geht es immer noch um Alina, die Kartografin und ihren besten Freund Malien. Und ja, war ein sehr guter Start in dem Monat. So, danach habe ich dann ein Rezensionsexemplar gelesen, das blende ich euch ein. Und zwar war das Leons Erbe von Michael Theisen ein E-Book. Und das hatte 232 Seiten und hat auch 4 Sterne von mir bekommen. Dazu gibt es eine Rezension, aber ich erzähle trotzdem kurz, um was es geht. Jetzt hat sich meine Katze auf mein Buchjournal gelegt. Toll! Also, in dem Buch geht es um Eltern, die ihren Sohn bei einem Unfall verlieren. Und gleichzeitig verliert die Mutter von diesem Jungen auch ihre Schwester, denn die wird vermisst und niemand weiß, wo sie ist seit einem halben Jahr. Alle suchen sie und ja, diese zwei Schicksalsschläge haben sie natürlich schwer getroffen. Und dann taucht auf einmal etwas bei einem Notar, was ihr Sohn dort hinterlegt hat, auf, was sehr merkwürdige Fragen aufruft, da ihr Sohn erst 16 Jahre alt war und er sich eigentlich keinen Notar leisten konnte. Und alles ist sehr verwirrend. Aber die Geschichte war gerade deshalb so gut, weil man bis zum Ende eigentlich nicht gewusst hat, wie jetzt was aufgelöst wird, wer jetzt was gemacht hat, wie jetzt was passiert ist und so. Und eigentlich hat man ja manchmal schon so ein bisschen eine Ahnung. Aber ja, hat mir im Großen und Ganzen auch gut gefallen. Das Ende war ein bisschen, naja, das war nicht so mein Geschmack, aber ist ja eben das Seine. Die Rezension ist unten verlinkt. Gätzchen, du musst noch zur Seite gehen. Danach habe ich auch noch ein Rezensionsexemplar gelesen. Jetzt legst du dich nicht schon wieder dahin, oder? Guck mal, legst du dich hier neben mich. Genau, hier. Platz. Jo. Genau, aufs Buch. Wo auch sonst hin? Noch ein Rezensionsexemplar. Und zwar von Sally Perrell. Ich war Hitlerjunge Salomon. Ja, in diesem Buch geht es um Salomon
Perel. Er ist ein Jude, den es wirklich gab. Es ist eine wirklich wahre Geschichte, also eine Autobiografie eigentlich, könnte man so sagen. Und er erzählt halt von, hier steht jetzt nur das Jahr 1941 drauf, aber er erzählt eigentlich so die ganzen Jahre aus diesem Nazi-Regime und wie das alles war, denn er war Teil dieses Nazi-Regimes, wenn man das so sagen kann. Ja, also er war ein Hitlerjunge, wie der Titel schon sagt, aber ein Jude. Und ja, wie das alles zustande gekommen ist und wie viel Angst er hatte und aber auch gleichzeitig wie glücklich er war. Und das alles liest man halt in diesem Buch und man erlebt mit ihm sein Leben eigentlich in Schnelldurchlauf, was sehr krass ist. Und den Film dazu will ich auch unbedingt sehen. Es war einfach sehr, nachdem ich dieses Buch ausgelesen hatte, brauchte ich erstmal einen ganzen Tag oder sogar zwei Pause, weil es mich so beschäftigt hat. Es ist halt wirklich was zum Nachdenken. Hier hinten ist ein kleines Zitat drauf, das würde ich gerne mal vorlesen. Manchmal war das tägliche Leben auch lustig, aber auch in den übermütigsten Momenten verließ mich die Angst keine Sekunde. Was würde geschehen, wenn sie die Wahrheit erfuhren? Ja, denn er wurde auch hoch gelobt als Hitlerjunge. Hier vorne sieht man ihn nochmal drauf und im ganzen Buch sind auch Bilder und ja, weiß nichts zum schnell weglesen, sondern eher was zum Nachdenken und Mitfühlen, ja. Wäre ich nah am Wasser gebaut, hätte ich bestimmt auch mal geweint. Ja, war auch ein sehr gutes Buch, dem habe ich 5 Sterne gegeben. Eigentlich mache ich das ja auch bei Autobiografie nicht, aber da es ja ein Rezensionsexemplar war, musste ich dies ja bewerten, ist ja logisch. Aber eigentlich bewerte ich Leben ungern in Sternen, ja. Und dann kommen wir auch schon zum letzten Buch, das ich vom 8. Also ich habe bis zum 8. diese 3 Bücher gelesen, bis zum 8. Juli und habe dann ein Buch angefangen, das ich gestern am 31. erst beendet habe. Und zwar war das dieser fette Klopper hier, das Lied der Dunkelheit von Peter von Brett. Ja, eigentlich brauche ich ja, dieses Buch hatte 795 Seiten vorneweg gesagt und hat 4 Sterne bekommen. Eigentlich brauche ich ja für so ein 700-Seiten-Buch von Game of Thrones auch nur 3, 4, 5 Tage, also wenn knapp eine Woche. Weil ich lese ja eigentlich jeden Tag und ich habe ja auch eigentlich jeden Tag Zeit zum Lesen gehabt. Gut, diesen Monat jetzt nicht, aber habe ich eigentlich immer. Und eigentlich war das dann auch schaffbar. In den ersten 2, 3 Tagen bin ich auch sofort auf Seite 300 gekommen. Aber dieser Stand war dann, also so sind wir jetzt bei knapp 330. So war der Stand dann erstmal eine ganze Woche lang und ich habe jeden Tag nur eine Seite gelesen. Das lag jetzt weder an der Spannung noch an den Charakteren. Es hat mir eigentlich nichts an dieser Geschichte gefehlt. Ich hatte halt irgendwie einfach nur keine Motivation. Wir haben uns diesen Monat auch eine PS4 gekauft und das ist natürlich dann auch viel spannender als Bücher. Ja gut, da habe ich jetzt nicht so viel gespielt oder so, aber keine Ahnung, es hat sich einfach für mich so mega in die Länge gezogen. Ja, und gestern habe ich halt gesagt, ich muss die letzten 100 Seiten jetzt einfach weghauen, ich will das in meinem Lesemonat haben. Habe ich auch gemacht, habe dann mich noch 2 Stunden hingesetzt und intensiv gelesen und dann war das Buch auch zu Ende. Also wie gesagt, es war richtig gut. Hier in dem Buch geht es um 4 verschiedene Charaktere, die wir begleiten, deswegen erzähle ich jetzt mal nichts zu den einzelnen Charakteren. 4 Leben, die wir begleiten, aber in dem Grundding geht es hier darum, dass in allen 4, es gibt 4 freie Städte und zwischen diesen freien Städten sind halt kleine Dörfer. Und ja, ich kann euch die Karte ja mal kurz zeigen, so sieht das Ganze aus. Ja, und im Grunde genommen geht es halt darum, dass jede Nacht Dämonen kommen. Winddämonen, Feuerdämonen, Sanddämonen, Bergdämonen und Baumdämonen gibt es, glaube ich. Und Wasserdämonen, genau. Aber beim Wasser waren wir in diesem Teil hier noch nicht, also sage ich jetzt mal nichts dazu, aber ich spoiler sowieso nicht. Ja, und dann sehen wir halt aus jedem, mal aus Frauensicht, mal aus Männersicht, halt von den 4 Charakteren, wie ihr Leben ist. Denn alle Häuser müssen irgendwie mit Siegeln besetzt werden, damit die Dämonen halt an diesen Siegeln abprallen und sie nicht angreifen können. Und ja, das ist so die Grundstory, dieser Kampf gegen diese Dämonen halt, dass die Menschen so eingeschüchtert sind von den Dämonen. Denn sie kommen sofort, wenn die Abenddämmerung beginnt, also wenn die Sonne weg ist. Der Hauptprotagonist, der für mich hier wirklich der Hauptprotagonist war, der am meisten Seiten bekommen hat und der auch die größte Rolle gespielt hat, ist Alan. Dies ist am Anfang ein 9-jähriger Junge, der sich durch einen Unfall und durch viele Schicksalsschläge sagt, er möchte gegen die Dämonen kämpfen. Und das verfolgen wir eigentlich im Buch hauptsächlich. Das andere waren für mich eher so, Entschuldigung, Nebencharaktere. Und ja, das Buch war richtig gut. Also mir hat alles richtig, richtig gut gefallen. Es war mega spannend.
Aber hier drin gibt es viel Gewalt. Und das stört mich schon wieder, weil ich zum Beispiel im Internet, war das bei Amazon oder bei einer anderen Seite, stand ab 14 Jahren. Weil ich gucke das meistens nach, wenn sowas ist, weil ich das einfach mal wissen will. Mich interessiert das halt. Ich verweise da ja auch immer auf dieses FSK-Video von der lieben Kukori Ruby, kann ich auch unten verlinken. Denn in diesem Buch sind die Szenen, wie die Leute sterben, so brutal und widerwärtig geschrieben. Ich meine, ich bin es gewöhnt. Ich lese Horrorbücher, ich lese Thriller. Mich stört es nicht, aber ich fand es krass. Wird mein Kind, das 14 Jahre alt ist, das lesen, würde ich schon sagen, du, das will ich aber eigentlich nicht. Weil, keine Ahnung, es war krass. Es war wie so ein Videospiel habe ich mir, hatte, oder wie so ein richtiges, ich hatte es halt richtig vor Augen, wenn man so, ihr kennt es ja bestimmt, wenn man so ein Videospiel ab 18 hat, wo so, sag ich mal, so Dämonen oder Viecher Leute abmetzeln, weil das kann man hier schon abmetzeln nennen. So habe ich mir das vorgestellt. Das war richtig schrecklich. Mich hat es jetzt halt, wie gesagt, nicht gestört, aber ich finde, der Autor hat das schon an manchen Stellen krass beschrieben und vielleicht ein bisschen übertrieben, wenn man das so sagen kann. Ja, das fand ich halt, ab und zu hat mich das ein wenig gestört, weil mir ging es ja halt wirklich um die Dämonen. Die haben mich von ihrer Art her interessiert und nicht jedes Mal, wie die Menschen sterben, auf welche grausame Art und Weise. Gehört dazu, okay, aber ja. Und am Ende war eine Sache, die mich auch gestört hat, die möchte ich jetzt hier nicht spoilern, weil lest es selber. Deswegen hat es nur 4 Sterne bekommen, aber ansonsten hat mir alles gut gefallen. Wirklich, der Autor kann sehr gut beschreiben und vor allem, was bei so Fantasy-Büchern wichtig ist, ist die Beschreibung der Umwelt. Das hat er ihm sehr, sehr gut gelungen. Das hat mir wirklich richtig, richtig gut gefallen. Konnte ich mir alles vorstellen, hatte ich keinerlei Probleme. Von der ersten bis zur letzten Seite war es mal wieder wie ein Film für mich. Ich liebe das ja bei Büchern einfach das so, dieses, ihr kennt das ja bestimmt, alle die Leute, die Bücher, wenn man so gerne lesen, wissen, was ich jetzt meine. Einfach dieses vor Augen ablaufen. Man muss eigentlich sich gar nicht groß anstrengen oder so. Zum Beispiel meine Schwester, die hat mal versucht zu lesen. Sie hat gesagt, sie kann das nicht. Sie muss sich immer voll anstrengen, sich das vorzustellen. Aber bei mir läuft das einfach vorbei. Ja. Und so war dieses Buch auch. So. Huch, das war voll laut. Ja. Das waren auch schon alle 4 Bücher, ja. Mehr habe ich in diesem Monat nicht gelesen. Waren aber alles 4-Sterne-Bücher, außer halt Hitler, Junge und Salomon. Das war ein 5-Sterne-Buch. Also kann ich mich nicht beklagen. Es war ein guter Monat. Ich werde jetzt versuchen, im August nochmal wirklich reinzuhauen, weil wie gesagt, im September wird es weder Lesemonat noch Leseliste geben, aber dazu drehe ich auch noch ein Video und dann, ja, würde ich sagen, sehen wir uns in meiner Leseliste für den Monat August, dann bin ich jetzt gleich da war und dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag, macht mal so, wie ihr dieses Video schaut, lest schon viel und bis dahin, tschüssi! All around, the wind blows, we would only all learn to let go.